Hallo ihr Lieben, ich bin Salina. Willkommen auf meinem Channel Team Alina und ich backe heute mit der lieben Göckchen Blaubeer-Zitronen-Blechkuchen. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, ich habe mir wieder die liebe Göckchen von Sweet Kitchen dazu geholt, damit meine Backkünste auf jeden Fall mal besser werden. Werden sie auch? Ja, also ich backe ganz fleißig auch zu Hause immer nach. Und wir backen heute nach Göckchen einen sommerlich frischen Kuchen. Den Blaubeer-Zitronenkuchen. Genau. Und wir fangen einfach mal an, damit ihr wisst, was wir überhaupt brauchen. Und ich zeige euch das jetzt mal. Und Göckchen kommentiert. Richtig. Das ist unser Erythrit, unser Zuckerersatz. Das ist unser Sojamehl. Dann Whey von Rocker Nutrition. Hier haben wir Vanille genommen. Sie hat gerade meins aufgebraucht, deswegen musste ich mal eine neue hinstellen. Kokosmehl. So, Kokosmehl. Oh, was Neues, ein neues Mehl. Ja. Dann haben wir Haferflocken, aber die sind gemahlen im Mixer. Aha, hast du schon vorbereitet? Ja. Leinmehl gibt es in hell und dunkel. Bei hellen Teigen benutze ich gerne das helle. Was ist denn das? Oh, ich glaube, das sind zwei Eier. So. Unsere Zucchini, fein gerieben. Kennt ihr ja auch schon. Das ist übrigens immer der Schritt, den ich am meisten hasse beim Backen. Die Zucchini reiben. Deswegen haben wir es schon vorbereitet. Ja, dieses Mixen und Abwiegen, das geht ganz schnell. Aber das... So, wir haben noch... Magerquark. Zeige ich das mir mal zusammen. Nehmen wir immer ein bisschen Salz. Backpulver und Natron. Genau. So, gibt es alles ganz normal beim Einkaufsladen um die Ecke. Genau. Und zu guter Letzt unsere Zitrone. Das hat Göckchen gerade abgeriebene Zitronenschale, auch ganz fein. Genau, sie hat mit Schale gerieben. Nicht gepresst, gar nichts. So, los geht's. Ich bin wieder mal gar nicht. Du bist heute für die nassen Zutaten zuständig und ich für die nicht nassen. Dann nehme ich mir mal die Waage. Bitte schön. Danke schön. Das große hier, meinst du, das passt überhaupt, was ich mache? Oh, ich hoffe es doch. Müsste klappen. Ja. So, was habe ich denn? Die zwei Eier. Ich lasse natürlich die Schale reinfallen. Hätte mir auch passieren können. Ist ja nicht in 1000 Stücke zerfallen, Gott sei Dank. So. Ich habe wieder die idiotensichere Aufgabe, einfach nur alles ineinander zu kippen. Das mag ich am Backen am liebsten. So, und dann brauchen wir ja noch Magerquark. Zack. So. Göckchen wollte wohl alles gebrauchen, was wir irgendwo hier im Büro haben. Alle Teller, alle. Ich wollte, dass es hübsch aussieht. So, ist es nass oder nicht nass? Das ist nass. Das nehme ich dann mit dazu. Ich habe heute was Besonderes mitgebracht. Das Tolle an Spachtel. Genau. Da kriegen wir wirklich alles aus der Schale raus. Sehr cool. Also das ist auch aus Silikon und das sind die besten, weil kriegt man alles einfach weg. So. Und dann verschwenden wir keine Teigmasse. Seht ihr? Eine Prise ist nämlich viel zu viel gewesen. Zack. Das waren zweimal eine Prise. Und 5 Gramm schätze ich jetzt mal ab mit meinem geschulten Auge, sage ich euch. Sehr gut. Was brauche ich denn noch? Ein bisschen Süßstoff. Ach, das haben wir hier. Natürlich, wer mag, ist nicht Pflicht. So ein bisschen. Dann die Zitronenschale. So. Und etwas Wasser, so 200 Gramm, 200 bis 300 Gramm. Ich hole mir mal schnell ein Glas. Mhm. Meins sieht inzwischen schon mal so aus, also total unspektakulär. Aber riecht noch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Bisschen nach Vanille. So, ich muss meins noch vermischen. Ach, ich nehme mich immer von der schnellen Truppe, die Göckchen nehme ich nicht anscheinend. Heute bin ich langsam, das stimmt. Alles gut. So, jetzt muss ich auch noch schnell verrühren. Und dann wird doch wieder einfach nur alles zusammen mit Wasser? Genau, wir kippen dann die flüssigen Zutaten zu den Mehlen dazu. Ich habe auch noch genug Platz für dich. Super, hat alles gepasst. Ich glaube, wir nehmen deinen. Ja? Okay. Ja. Na los. Also die Mehle bei mir rein oder nee, ich nee, bei dir? Nee, du bei mir. Okay. Du bei mir, ich bin größer. So, dann benutzen wir mal hier unser tolles Ding. So.
Ist immer ganz praktisch. Gökchen lässt nämlich nach dem Backen immer viel hier. Und so sammelt sich bei mir immer ganz viel Backutensil. So, möchtest du mal mit deinem Glas schon... Genau. Ich bin schon gut dabei, aber ich zeige es euch auch gleich, wie das dann aussieht. So. Erstmal muss ich zum Boden durchkommen. Ist gut, ich glaube, das reicht sogar an Flüssigkeit. Ja, ich habe hier noch ein paar. Wir müssen noch ein bisschen. Okay. Soll ich noch was holen? Ja, du kannst mal was holen, aber ich glaube, vielleicht bin ich jetzt sogar gut da. Ah ja, wie dick muss es denn sein? Das ist jetzt hier mal die Frage. Ich kann euch das mal zwischendurch zeigen. So ist es im Moment. Ja, jetzt einmal kräftig durchrühren. Vielleicht machen wir doch noch ein bisschen, ja? Ja? Ist hier noch ein bisschen zäh, ihr seht? Ja. Oh, das war jetzt aber viel. Du bist aber mutig. Pass auf, mit meinem Glück habe ich gleich alles über der Hose. Nein, das sieht gut aus. So. Jetzt ist es auch super. Ah, wir haben übrigens den Ofen vorgeheizt für euch. Auf, jetzt ist mal... 200 Grad. 200 Grad, okay. Ich habe jetzt hier gefrorene Heidelbeeren mit dabei. Man kann natürlich auch frische nehmen. Die lassen wir gleich reinbrieseln. Oh, guck mal. Du hast noch ein bisschen Mehl. Also ihr müsst richtig gut umrühren, weil wir haben hier irgendwie von irgendwo immer noch ein bisschen... Ich glaube, es ist gut von der Konsistenz, aber ich muss nur das Mehl finden, was noch nicht ganz untergerührt ist. Backen ist Arbeit. Ihr seht, habt ihr meinen Oberarm hier gesehen? Ja. Okay, ich glaube, ich bin durch. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch einen Löffel. Haben wir hier einen? Ja, klar. Und bitteschön. Genau, Schneebesen können wir dann rausnehmen, damit wir die Beeren langsam, die Heidelbeeren langsam unterrühren, ohne dass die ganze Masse violett wird. Weil ihr wisst ja, eingefrorene Blaubeeren vor allen Dingen lassen ja gerne Farbe ab. Ach so. Dass wir das einmal so kurz... Ich fände ja so einen violetten Kuchen auch nicht schlecht. Na, wir werden sehen, wie unsere aussehen wird. Dann bin ich für violett. Wir machen das mal ganz langsam. Wollen wir das in der Kamera zeigen? Ja, bitte. Oh, ich habe den Teig gar nicht... Genau, das sieht jetzt gerade so aus. Pass auf, ich halte hier fest. Ja. Und jetzt heben wir das ganz langsam unter. Ihr seht schon, die Farbe verbreitet sich. Sehr gut. So, ich würde sagen, das reicht auch schon. Und das kippen wir jetzt auf unser Blech. Okay. Ganz frech, ja? Genau. Einfach... Zack. Yeah. Brauchst du deinen Spachtel? Genau. Der liegt neben dir. Warte mal. So. Ja, pass auf. Oh, der ist aber super. Der ist ja richtig gut. Ich hab's ein uralt Ding. 1 Euro von Kick. Krass. Manchmal sind die günstigen die besten. Das ist ja unglaublich. Der ist wirklich gut. Das sollte ich öfter mal ausprobieren. Versuche ja immer so wenig wie möglich zu gebrauchen, damit ich so wenig wie möglich abwasche. Das ist auch eine gute Strategie auf jeden Fall. Ja, deswegen war ich auch nie so die Köchin und die Bäckerin. Weil die benutzen mir immer zu viel Sachen. Ach so, darf ich? Genau. Oder? Mach einfach. Ja? Ja, du machst alles richtig. Du hast schon Instinkt. Ich glaube, ich bin eine Küchenfee eigentlich. Ich glaube ich sollte weniger arbeiten. Du solltest die Branche wechseln. Oder das. Von genau. Fitness zu mir. In meine Küche. Aber ich mache beides einfach, okay? So. Ich denke, das reicht. Ich finde das ja total cool. Ja. Konsistenz ist super. So, Ofen auf und los geht's, oder wie? Genau, schieben wir das mal direkt rein. Wie lange braucht er denn? 20 Minuten. 20 Minuten. Unter Beobachtung. Genau, guckt immer mal rein und macht den Messertest. Den liebe ich ja jetzt. Den habe ich drauf. Wollen wir schon mal was sagen zu den Werten? Solange es hier backt und gedeiht und wir sehen uns dann nämlich nochmal gleich. Aber wollen wir mal? Genau. Wir haben die Nährwerte für alle und auch die Nährwerte für 12 Stück. Sagen wir mal die Nährwerte für 12 Stück, ne? Für 12 Stück, ja. Also ein Stück hätte dann 135 Kalorien. Also ihr kriegt 12 Stück ungefähr aus dem Kuchen raus und ein Stück hätte dann, genau. Genau, so jetzt. Genau, 135 Kalorien, 5 Gramm Kohlenhydrate, 16 Gramm Eiweiß und 3 Gramm Fett. Na, dann weiß ich ja, was mein Nachmittagssnack heute wird. Meine auch. Supi. Dann insgesamt, aber vielleicht interessiert euch das auch, dieses ganze Blech hat 1626 Kalorien, 65 Gramm Kohlenhydrate, 196 Gramm Eiweiß und 40 Gramm Fett. Und wir sehen uns erstmal, wenn der Kuchen gleich fertig präsentiert wird. Bis gleich.
So, ihr Lieben, es ist angerichtet. Das ist der Blaubeer-Zitronen-Blechkuchen von uns. Und wo schneidet man am besten rein, ne? Genau, was machen wir jetzt da? Oh, ich habe deinen Tipp nicht befolgt, dass man das abkühlen lassen muss. Aber macht ja nichts. Das ist für dich. Das hier ist meins. Okay, alles klar. Also du lässt mich verhungern, ja? Ich probiere mal meinen Mini. Ich bin größer, ich brauche mehr. Noch sehr heiß. Ja. Also ihr müsst es unbedingt abkühlen lassen. Also man darf Kuchen nie sofort anschneiden. Nie. Das hat Mama schon gesagt, Oma auch. So 20 Minuten nach dem Ofen muss der ruhen. Und dann kriegt man den auch leicht aus der Folie ab. Ihr könnt aber die ganze Teigmasse zum Beispiel auch in eine Silikonform tun. Da kriegt man das auch super leicht wieder raus. Ihr könnt das Ganze in eine Gugelhupfform zum Beispiel tun. Oder in eine Herzform. Und dann haben wir einen Blaubeer-Zitronen-Gugelhupf. Genau. Das ist doch mal eine Idee. Also Göckchen hat mit mir einfach immer das Problem, dass ich nicht abwarte. Und deswegen, also sie ist nicht schuld, sie weiß es besser. Aber es schmeckt einfach zu lecker und es riecht auch immer so hervorragend hier. Kriegt ihr da ja gar nicht mit. So. Außer ihr backt es zu Hause nach. Na, das ist ja wohl Pflicht, oder? Das ist doch wohl Pflicht. Also, wir sind raus beide. Wenn ihr uns einen Kommentar da lassen würdet oder einen Daumen nach oben für dieses Video geben würdet, würden wir uns ganz, ganz doll freuen. Ihr könnt gerne auch auf www.rockernutrition.de vorbeischauen. Oder auf www.sweetkitchen.de. Genau, falls ihr meine mal neue Webseite. Genau, ihre neue Webseite. Vielleicht können wir das gleich mal ansprechen, das Thema. Wir sind jetzt schon in der Endcard hier. Sie hat eine neue Website und viele neue tolle Muffins. Das heißt, wenn ihr keine Lust, Zeit oder sonst was habt, könnt ihr auch einfach da bestellen. Ja. Machen wir auch manchmal, dann kommt sie ins Büro zum Mittag. Also auf jeden Fall ist es echt wirklich lecker, aber es ist auch mal ganz schön, dich hier zu haben. Also, das freut mich. Wir sind raus und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.